Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Borderlands 2 mit dem werten Patrick. Hallo. Und wir haben das Rätsel gelöst. Keine Ahnung wie, wir haben hier alles jetzt querbeet rumgedrückt, eine halbe Stunde lang. Da kam dieser Oschi hier raus und bringt mich erstmal um. Voll schlimm. Aua. Ja, supi. Dann passt das, ne? Wir gehen dann erstmal weiter. Wir haben jetzt gedacht, so übelster Loot kommt jetzt, aber nö. Na gut, ihr habt einen Shotgun für dich hier drauf. Jojo, aber die muss ich ja jetzt erstmal beweisen. Okay, passt. Die hat nicht so eine hohe Streuung wie die andere. Dann war das okay. Ich darf nicht sterben. So. Du noch einen. Du wirst in Brand gesetzt. Shit, ich hab mein Geschütz gar nicht rausgekriegt. So, jetzt aber. Ich spring hier immer voll automatisch. Er ist wütend und im Anmarsch, der Craft Angriffsmodus. So. Naja, das Snipen geht mit dem Ding halbwegs. Ja, komm schon. Wow. Na komm. Oh, jetzt habe ich dir die Gesundheit weggeklaut. Da kommt ein Badass! Irgendwo was? Oh, so. Du kommst wieder auf die Beine. Danke. Kein Thema. Wow, können wir jetzt gleich wieder in den Raum rein? Müssen wir gleich mal gucken, ob der noch zu ist. Nee, die Box ist noch offen. Schade. Huch. Mal gucken, die Schaden von meinem Schild. Es wird dir gefallen. Immer die von hinten angreifen. Jetzt reicht's hier aber. So, Geschütz wieder einsammeln. Oh, ich hab gleich keine Schrot mehr. Klaturalada Nikto! Ich glaube, man merkt, dass ich Karten nicht benutze, wirklich dauerhaft am Boden. Deswegen. Holen die edlen Teile! Wow. Das waren, Kämpfer. Nee, der ist gerade nicht vor. Ich mach's dir wieder gut. Ja, ich bin gerade voll in ihn reingesprungen. Hört so an, zu reden, so sein. Jetzt ist Anarchie angesagt. Das ist gleich wieder losgehen mit den Fouls. Also bei mir ist es schon, ich verstehe dich kaum noch. Wer ist der Nächste? Schütz auf dem Feld! Geschütz, wo schießt du hin? Der ist doch gar kein Gegner. Ohne Netz und doppelt geboten! Eieiei. Ei, ei. Schaltet sie aus! Eins mit Stern für mich!
Und ein Kopfschuss für mich. Oh, warte mal kurz. Ich muss mal kurz die Waffen wechseln. Bei mir sind jetzt schon zwei Waffen leer. Oh, Gott, das ist nicht so gesund. Nee. Ich glaube, das hier war meine Pistole. So, und hier nehme ich mal das jetzt hier. Mal sehen. Mehr als total daneben kann es ja nicht sein. Oh, der ging fort. Okay, da war ich gerade wieder schneller weg, als ich gucken konnte. Da hat sich aus, ob die Nate oder nicht? Ja. Hast du nur Glück gehabt, dass du wieder auf die Beine bist? Naja, das Autogeschütz hilft halt enorm. Müssen wir jetzt bis Markus wieder durchlaufen? Kurz mal gucken. Das ist hier um die Ecke. Ah, okay, gut. Aber wir können ja hier vorne gleich wieder verkaufen. Mir etwas ins Auge fällt. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden tot. Du kannst deine Munition auffüllen. Nee. Tue ich gerade noch. Keine Gewährleistung. Das tue ich gerade. So, halt. Du wirst markiert. Du wirst verkauft. 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 Und bei den Schilden habe ich jetzt nur eins. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. 294. Ja, die meisten machen halt nur 200. Versuch nicht zu sterben. Ich probiere mal wieder das Oldschool-Schild. Statt das mit der Nova. Willst, kauf bei mir. Du bist doch Organspender, oder? Ja, klar. Ich verarzte dich jederzeit. So. Haben wir jetzt wieder das Tankschild reingekloppt. Jo. Mal sehen, vielleicht halte ich jetzt so wieder ein bisschen länger durch. Immer feste drauf! Komm, lad nach. Da? Ach, zu dem müssen wir. Dieses Gehäuse bewegt sich wie ein Wal mit Essstörungen. Zerstöre es und hilf mir, ein neues zu finden. Außerdem stirb. Schon klar. Ich komm. Bleib bei mir. Legt euch nicht mit mir an. Tut mir leid, dass ich dich töten wollte. Mach dir Gewohnheit. Bitte hilf mir. Ich brauche immer noch einen neuen Körper. Baue mich bitte in den kaputten Rohren oder bei diesen Koordinaten ein. Ich will auch nicht mehr versuchen, dich zu töten. Ja, ja. Irgendwie glaube ich Ihnen das überhaupt nicht. Also ich schon. Sie haben gesagt. Gut, ja, das bin ich. Ja. So. Alter, das ist immer so krass, wenn deine Dinger da in die Luft fliegen. Sieht schon episch aus. Ja, legen wir sie alle um. Ich muss heute mal weggehen, ich muss mich jetzt selbst umbringen.
Diese Organ muss man einfach tun. Genau. Autogun macht Hackfleisch. Autogun wird wieder aufgehoben. So, diesmal nehme ich auch gleich den Raketenwerfer. Ja, nicht nur du. So, ready? Jo. Okay. Danke, ich werde jetzt versuchen, dich zu töten. Das war irgendwie so klar. Hä? Das ist geil. Jetzt erst. Der beste Robot aller Zeiten. Das ist unmöglich. Ich versuche dich zu töten, die Kämpfer. Ich habe meine Kontos verloren. Schließe mich nach Frieden. Bitte schließe mich in einer sicheren Gegend an ein Radio an. Vielleicht in deiner Stadt Sanctuary. Finde ein Radio. What the hell? Ja gut, dann können wir jetzt eigentlich auch bis vorne durchgehen, weil da vorne war ja ein Reisepunkt, ne? Genau. Das wäre ja dann am schlausten. Aber jetzt sollen wir ihn in irgendein Radio anschießen, das kommt bestimmt nicht gut. Ja, Radio, da ich mal stoppen. Nee, die können wir nicht. Nee, ist aber unlustig. Wenn wir jetzt aber da sind, oder die Banditen überpassieren. So. Und nochmal. Heieiei. Habe ich dich gerade mit meiner eigenen Autogun hier blockiert. Ja. Hey, vorne ist schon wieder Krachbumm. Wer soll was fressen? Irgendwie möchte ich hier nichts essen. Ich habe schon die verrottete Pizza gefressen. Oh Mist, ich wollte es drüber schmeißen. Diese Autogun muss man einfach nehmen. Nö, hat ja gepasst. Wunderbar. Und wieder mit. Hat genug Deckung gehabt. Genau. Hat richtig gut gepasst. Selbstläufer. Der denkt immer noch. In einer Reihe hier vor aufstellen. In einer Reihe hier vor aufstellen. So eine Herausforderung war das denn. Ja. Na komm, Autogun, ich will dich einsammeln. Mach ihn alle. Putz, 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 putz. Geht doch. Auf meinen Befehl! Jetzt hast du mich. Treffsicherheit ist sowieso überschätzt. Du kommst wieder auf die Beine. Ich leuchte. Dein Sanitäter steht hinter dir. Ausführung gemeistert. Jetzt können wir ja nochmal nach den Dicken gucken. Weil der da ist. Ja. Was, also wegen das Ding, was sich genau. Auf uns aufnimmt. Ja, genau. Vielleicht können wir ja da ja irgendwas opfern oder so. So, aber ich will die Munition nochmal haben. Weil wäre ja schon cool, wenn du irgendwie so Waffen opfern kannst und dann irgendwie eine bessere kriegst. Wow. Ich weiß, was das ist. Du gehörst mir? Wo bist du denn? Ach, da hinten. Nee, ist aber immer noch offen. Wo fährt das denn, oder? Ich bin nicht!
Lasst mein Geschütz in Ruhe. Granate raus! Na, voll daneben geschmissen. Trifft die überhaupt? Nee, schade. Die spawnen hier gerade permanent nach, gerade. Na, lass mich doch mal. Bleib doch mal stehen, meine Raketen sind nicht so schnell. Wow. Fuck, das war. Boah, Bad ist Psycho, ist heftig, ey. Komm. Meine neue Stärke! Alter, was ist hier los? Ich hab keine Munition mehr! Das Schütz wird aufgestellt! Warum hören die nicht auf zu spawnen? Mir geht die Muni aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, jetzt, wo mir die Muni fast leer ist, ja? Jetzt ist gut. Aber bei mir ist der Schalter grün. Okay. Aber hab ich irgendwie was? Ich muss ja irgendwas haben noch mal. Ja. So. Oh, das war die verkehrte. Die wollte ich da nicht reinschmeißen. So, ich schmeiße auch mal ein bisschen was rein. So. Opfergrube. Dann wollen wir mal. Opfern. Nicht doch was anderes? Nö. Ist alles das, was wir hier reingeschmissen haben. Das hat er gerade gesagt. Schmeiß mir was rein, womit ich arbeiten kann. Ich glaube, wir hätten hier Menschen reinlotsen müssen. Deswegen sind hier auch die ganze Zeit welche reingelaufen. Die hätten wir hier irgendwie reinlotsen müssen. Zum Beispiel den Psycho oder so. Ja, willst du die da reinziehen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Aber das wäre sozusagen, ne? Ja, jetzt ist der Schalter auch wieder rot. Ich hab keine Ahnung. Ja. Okay. Na gut, wir müssen sowieso nach Century. Oh. Den Roboter-KI-Kern in ein Radio einbauen. Das kann ja nur gut werden. Propaganda am Ende. Ja, das wäre doch schön. Macht ja hier keiner auf Pandora. Die Propaganda. Nee. Da ist es doch besser, eine KI zu haben. So, hinten ist das Radio. Wir schaffen das. Machen wir erst das Radio. Das hat der Wall mit den komischen Unterwassergrundratten mit der Pizza. So gesehen nur noch als Info. Ja. Warte, hier. KI-Kern installieren. Interessant. Ich spüre die Wärme des Lautsprechers. Intakt. Den Rhythmus. Es fühlt sich schön an. Stirb. Came along and shuffled in with sperm in your hand. I preheated and again filled the bed. Don't look back, don't let go with what you Sandra, I'll call you in the morning. And then never let him go in bed. I'll never know it. Schlaft, ich gebe auf. Du hast mich besiegt. Die Lust, dich zu töten, ist mir endgültig vergangen. Ich wünsche nur noch dir beim Töten anderer zu helfen. Bring mich zu dir.
Was? Ich weiß jetzt, was das für eine Waffe ist. Wieso? Oh Mann. Ja, Wie, du weißt es? Du solltest bei der Quest gucken, was das ist, dass du weißt, was da für eine Waffe kommt, zumindestens. Okay, gut. Also, das ist jetzt wortwörtlich so, was der gerade gesagt hat. Entweder als Schild hin oder als Waffe. Als Schrotflinte. Ja, also soll ich weiter sagen, was da passiert? Ja, sag mal. Die Waffe spricht dann halt. Oder das Schild weiß ich nicht. Ich weiß nur von der Waffe. Oh, ich will den unbedingt haben. Ich nehm die Waffe. Okay. Ich nehm die Waffe. Ich will den haben. Ist mir egal, auch wenn mein Schrot gerade gut ist. Bist du gerade falsch rum? Nee, ich lauf doch Richtung Markus, oder nicht? Nee, der ist rechts. Ach, der ist rechts. Stimmt, das war ja Z, der da hinten ist. Und bei Z weiß ich nicht, wie das sich verhält. Weil du sie, wenn ich auch zu anderen gehen könnte. Ah ja. Vielleicht kann ich so rauswählen, ich guck einfach mal. Du willst dieses KI-Dings in der Waffe haben? Na schön. Aber nur dieses eine Mal. Okay. Ich will haben. Ich bin gerne eine Waffe. Mal sehen, was wir hier haben. Schalt sie aus! Was? Schalt sie aus? Die what the fuck? Das höre ich ja sogar bei dir. Wie geil! Das ist die geilste Waffe überhaupt, Digga! Alter! Mehr Kugeln! Mehr Munition! Warum schießt du nicht weiter? Ich hab doch nur die Waffe gewechselt! Alles cool! Waffen. Ja, Waffen, Waffen und Skin. Belaste nicht dein vieles Geld. Ratatatatatatata. Geil. Aber ich hätte nicht, wie sich das dann verhält, wenn man die andere sich holen würde. Sichern und laden. Also das Schild. Ah, ich habe mir jetzt einen Skin gekauft, den ich bereits freigeschaltet hatte. Waffen. Egal. Eine gute Entscheidung. Also so gerade oder? Nee, bei mir kommt Waffenwechsel. Okay, dann bekam gute Entscheidung. Ich weiß ja nicht, aber ich denke mal, den wirst du schon haben. Ich habe dir mal einen Skin hingelegt. Na, ich guck gleich. Hab ich schon mal hier meine andere Waffe nutzen weiter. So, Referenzen. Schade, dass die Mutanten nicht zu zähmen waren. Sie wären nützliche Alliierte gewesen. Nee, den habe ich noch nicht. Danke. Ah, jetzt haben wir noch eine Schrot gekriegt. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Holy shit. Okay, die Schrot ist auf jeden Fall bei einem. Ich liebe es, Beute zu vergleichen. Nicht wegrennen, nachladen. Alter, hast du mal gesehen, wie das Ding nachlädt? Weil ich noch nicht so weit bin, weil ich gerade noch meine alte Waffe verkaufen tue und die andere oben reinlegen will, die was so doof labert. Schalt sie aus! Ja, und jetzt lad mal nach. Okay, die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich lad noch schneller nach am Ende. Wegen Nachladegeschwindigkeit 80%. Eine gute Entscheidung. Ich weiß nicht, ich liebe diese Schrotflinte. Wie viel Iridium habe ich noch? Zwei erst. Gute ich habe gerade nachgeguckt, wie Schrotmunition ist. Ja. Was kann ich denn jetzt reinlegen? Komm, ich lege jetzt erstmal die Schrot rein. Die wollte ich jetzt eigentlich noch eher behalten. Ich weiß nicht, ich glaube. Ich finde die Waffe so geil. Mich hätte jetzt aber gerne interessiert, ob das Schild auch quatscht. Dann bestimmt so wie Schadensabwehr oder irgend so ein Käse, verstehst du? Ja, ich wäre den Schaden ab oder so, das wäre ja mega geil. Gut, aber wir sind schon wieder an der Zeitgrenze, großer. Jo. Deswegen, ne? Gute Entscheidung!
Gute Entscheidung. Wir machen jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.